So Leute, Ende 2021 habe ich hier auf dem Kanal mit euch den ersten PC, der wirklich Sinn macht, gebaut. Ein System, was auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Foto- und Videobearbeitung abgestimmt war. Mittlerweile kommen immer wieder Fragen dazu, ob das so noch aktuell ist oder was ich heute empfehlen würde. Und deshalb gehen wir das heute in einer 2023er Version nochmal an. Das Gute ist, man bekommt heute fürs gleiche Geld wie damals deutlich mehr Leistung. Denn Ende 2021 waren Grafikkarten abartig teuer. DDR5 war ganz neu und ebenfalls dementsprechend teuer. Und noch viel besser, PCI Express Gen 4 SSDs sind mittlerweile spottbillig geworden. Naja, nicht spottbillig, aber viel günstiger. Aber das erkläre ich euch gleich nochmal im Detail. Legen wir erstmal los. Ich bin's David, ihr schaut Division und Film an. Wenn ihr am Ende oder auch schon vorher merkt, dass das Video euch gefallen hat, denkt an Like, Abo und Druck auf die Glocke und schaut natürlich auch gerne mal bei mir im Instagram vorbei. Wir machen das auch heute mal etwas anders. Ich zeige euch zwar die Ausstattung, die ich für am sinnvollsten halte, aber zeige und verlinke euch auch zwei weitere Konfigurationen, eine als Downgrade für ein günstigeres System und eine als Upgrade für ein etwas unvernünftigeres, aber eben auch schnelleres High-End-System. Denn das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat High-End-Hardware eben nie. Und wir suchen ja nach der Hardware, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Foto- und Videobearbeitung bietet. Wichtig ist mir, dass ihr nach diesem Video nicht nur wisst, was sich derzeit vermutlich am meisten lohnt, sondern auch warum, welche Entscheidung wie getroffen wurde, denn gerade das hilft euch eben auch in Zukunft bei solchen Kaufentscheidungen weiter. Viel Hilfe bietet hierbei die Website von PugetSystems.com. Die haben sich auf fertige Systeme für Content Creator spezialisiert und auch wenn sie in Europa nicht verkaufen, teilen sie ihr Wissen und ihre Benchmark-Ergebnisse der Hardware mit uns auf ihrer Website und so kann man vor allem in Sachen Prozessor und Grafikkarte schon die wichtigsten Entscheidungen anhand dieser Testdaten treffen. Noch dazu haben die Leute dort richtig geile Arbeit geleistet und Testprogramme für Photoshop Premiere Pro entwickelt, um Systeme miteinander vergleichen zu können. Aber fangen wir mal an mit der Wahl des Prozessors. Ich habe nach dem letzten Video viele Fragen bekommen, wieso denn eigentlich keine AMD-CPU, obwohl ich das im Video erklärt hatte. Damals und heute bleibt bei Intel der Vorteil der integrierten GPU im Prozessor, zumindest wenn man keine KF-Version kauft. AMD hat zwar jetzt auch immer integrierte GPUs, denen fehlt aber was Wichtiges. Denn diese integrierte GPU brauchen wir nicht als Grafikbeschleuniger, sondern wir brauchen sie als Decoder. Und Intels QuickSync genannte Videotechnologie bietet immer noch eine größere Vielfalt an hardwarebeschleunigt dekodierbaren Videocodecs, selbst mehr hardwarebeschleunigte Videocodecs als das Nvidias teure High-End-GPUs bieten. Intels Prozessoren sind so auch in der Lage, HEVC-Material mit 10-Bit Farbtiefe und 422 Subsampling zu dekodieren, was zu einer deutlich besseren Bearbeitungsperformance beim Videoschnitt führt. Aber auch abgesehen von den integrierten GPUs hat Intels Architektur aus den schnellen und langsamen CPU-Kernen auch Vorteile im Multitasking, weil insgesamt einfach viel mehr Prozessorkerne zur Verfügung stehen. Die Benchmarks bei Puget Systems zeigen, dass eigentlich in jeder Kreativapplikation Intels Prozessoren in der gleichen Preisklasse die Nase gegenüber AMD vorne haben, sei es Photoshop, Lightroom, Premiere Pro oder auch DaVinci Resolve. Teilweise geht das so weit, dass sogar die nächstgünstigere CPU-Klasse von Intel besser abschneidet als die nächstteurere von AMD. Und meine Wahl fiel deshalb auf den Intel i5-13600K. Vor 2 Jahren haben wir einen 12600K verbaut und so bleiben wir dem Schema quasi treu. Für Foto- und Videobearbeitung bietet der meiner Meinung nach das meiste fürs Geld. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es satte 4 CPU-Kerne mehr. Zwar nur von der langsameren Sorte, aber bei Multitasking übernehmen die viel Arbeit. Insgesamt sprechen wir in diesem Teil über 14 Prozessorkerne, die 20 Aufgaben, also Threads, gleichzeitig abarbeiten können. Wichtig hier nochmal, nicht die KF-Version kaufen, denn die hat keine integrierte GPU und auch nicht die Version ohne K kaufen, denn Intel trickst da etwas. Zwar hat die CPU ohne K genauso viele Kerne, ebenfalls auch die integrierte GPU verbaut und verbraucht weniger Strom, was echt verlockend ist, aber der 13600 ohne K basiert auf der älteren Prozessorgeneration. Die Pro-Kernleistung entspricht also eher dem 12600K und nicht dem 13600K und der Prozessor verfügt auch über weniger Zwischenspeicher, sogenannten Cache. Preislich sprechen wir hier über ca. 350 Euro für den Prozessor. Der Prozessor braucht natürlich auch ein Mainboard, auf dem sich nicht nur der Prozessor, sondern auch der Arbeitsspeicher, die SSD und die Grafikkarte dann einbauen lassen. Zwar ändert ein Mainboard an sich nicht an der Leistung eures PCs, aber bietet die nötigen Anschlüsse für externe Geräte wie USB-Sticks, externe Festplatten, beherbergt die Netzwerkverbindung für Kabel und kabelloses Netzwerk und beim letzten SYN-PC war die Auswahl da ziemlich gering und deshalb ist meine Wahl damals auf das genutzte ASRock-Board gefallen. Mittlerweile gibt es aber zum Glück deutlich mehr Auswahl
Und da ich weiter in einem kompakten Mini-ITX-Gehäuse baue, verwende ich auch wieder ein Mini-ITX-Board. Und zwar das hier. Das ist das Asus ROG Strix B760i Gaming Wi-Fi. Das bietet neben dem Prozessorsockel diesmal zwei Steckplätze für DDR5-Module, dazu kommen wir gleich noch, und dazu einen PCI Express Gen 5 Steckplatz für die Grafikkarte und zwei PCI Express Gen 4 Steckplätze für SSDs im 2280 Formfaktor. Mit dabei ist auch das moderne neue Wi-Fi 6E, mit dem ihr mit einem kompatiblen Router eine deutlich bessere Performance im WLAN bekommt. Und auch Kabelnetzwerk gibt es hier mit einem Anschluss mit 2,5 Gigabit pro Sekunde. Dazu noch schnelles USB 3.2 Gen 2x2 mit 20 Gigabit und weitere USB-Anschlüsse. Dazu auch ein HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 für die integrierte GPU des Prozessors, falls man die nutzen möchte. Kostenpunkt für das Mainboard sind 200 Euro. Und Arbeitsspeicher ist auch immer wieder so ein Thema. Beim letzten Mal habe ich noch bewusst auf DDR4 Arbeitsspeicher gesetzt, weil Intels Prozessoren nach wie vor die Nutzung von älteren DDR4 und neueren DDR5 ermöglichen. DDR5 war mir da Ende 2021 einfach noch viel zu teuer. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus, denn DDR5 ist durch die größere Verbreitung im Preis deutlich erschwinglicher geworden. Die Performance-Unterschiede sind zwar laut einiger Tests nur minimal, aber genau deshalb habe ich zu DDR5 mit 6000 Megatransfers pro Sekunde und CL36 Latenz gegriffen. Das ist sehr flotter DDR5-Speicher mit sehr guten Latenzen, die eigentlich der einzige große Nachteil zu DDR4 sind. Aber durch die Megahertz und die niedrigen Latenzen hat man hier eine bessere Performance als mit DDR4 in den meisten Fällen. Meine Wahl fiel hier auf so ein Corsair Vengeance Kit aus 2x16 GB, also insgesamt 32 GB. Die Größe des Arbeitsspeichers ist etwas, was man nach den eigenen Bedürfnissen wählen kann. Wenn man aber Lightroom, Photoshop oder Videoschnittanwendungen unter Windows exzessiv nutzt, dann sollte man nicht unter 32 GB RAM in seinem PC verbauen, da das dann schon deutlich in Performance-Unterschieden spürbar ist. Einige Situationen im professionellen Einsatz benötigen auch 64 GB RAM, das ist aber dann doch eher die Ausnahme, also mit 32 GB schnellem Arbeitsspeicher fährt man schon ziemlich gut. Wichtig ist hier auf jeden Fall, dass man zum richtigen RAM-Kit greift. Intel und AMD haben unterschiedliche Protokolle für die RAM-Einstellung. Bei AMD heißt das Expo, bei Intel XMP. Wenn ihr also ein Intel-System baut, braucht ihr RAM mit XMP-Standard und nicht mit Expo-Standard. Kostenpunkt für den RAM? Das Set hier hat mich gerade mal 120 Euro gekostet für 32 GB. Die Auswahl der SSD ist recht einfach. Schon beim letzten Mal haben wir hier eine PCI Express Gen 4 SSD gewählt und so ist es auch diesmal. 2 Terabyte sind meiner Meinung nach weiterhin der Sweet Spot in der Größe. Nur sind die Preise für SSDs in den letzten Monaten und Jahren richtig auf Talfahrt und es ist echt schön für uns Kunden, denn diese Kingston KC3000 SSD hier reißt die PCI Express Gen 4 Schnittstelle fast komplett aus mit 7000 MB pro Sekunde lesend und schreibend. Dazu die für vieles wichtigeren IOPS Geschwindigkeiten von 1000K IOPS lesend und schreibend. Der Phison Controller hier drauf kommt bei vielen verschiedenen SSDs anderer Hersteller auch zum Einsatz und hat sich bewährt. Preislich liegen wir da jetzt bei ca. 135 Euro für diese 2 Terabyte. Vor anderthalb Jahren haben wir noch fast das Doppelte für 2 Terabyte bezahlt. Wichtig ist bei der SSD eigentlich nicht die Marke oder ähnliches, sondern die Geschwindigkeit, wie gesagt, lesend und schreibend, schön flott und viele IOPS. Und darauf achten, dass die SSD TLC-Speicher verwendet, sogenannten Triple Level Cell nannt. Das sind meist bis 2 Terabyte Größe die SSDs. Größere haben dann meist QLC-Speicher, gibt's auch, aber ist in der Theorie weniger langlebig. Um das einzuschätzen, hilft euch die Angabe der Total Bytes Written bei den SSDs. Das gibt die ungefähre Lebenszeit der SSD an, bis sie, also wie oft sie beschrieben werden kann, bis sie stirbt sozusagen. Bei der Kingston hier sind das 1,6 Petabyte und das ist schon ziemlich gut. Das heißt, man kann diese 2 Terabyte SSD theoretisch 800 Mal komplett vollschreiben, bis sie irgendwann kaputt geht. Und das ist doch eine ziemliche Menge, weil in der Praxis sieht es eher so aus, dass man am Tag vielleicht mal, keine Ahnung, maximal 100, 200 Gigabyte schreibt. Aber nun kommen wir mal zum neben der CPU wichtigsten Teil für die eigentliche Leistung des PCs und das ist die Grafikkarte. Auch hier stellt sich natürlich wieder die Frage, wieso denn eigentlich nicht AMD? AMD-GPUs haben ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem in Sachen Spielen sind einige dort kaum zu schlagen. Für Produktivität sieht es aber leider etwas anders aus. AMD fehlt, was Nvidia hat und das nennt sich CUDA. Das ist eine Schnittstelle, die abseits von den Bildberechnungen die Grafikkarte für andere Berechnungsaufgaben nutzbar macht, ähnlich wie so ein Prozessor dann eben.
Es gibt zwar auch OpenCL als Alternative dazu bei AMD, aber das ist eben leider keine vollwertige und gleich schnelle Alternative, sodass CUDA eigentlich immer deutlich besser ist. Noch dazu sind die Encoder in Nvidia-Grafikkarten, also die Teile der Grafikkarte, die geschnittenes Video in ein fertiges einzelnes Videofile verpackt, nicht nur deutlich schneller als bei AMD, sondern auch qualitativ hochwertiger. Zwar bietet AMD eigentlich stets mehr Grafikspeicher fürs gleiche Geld, aber in Sachen Videoschnitt kommen AMDs aktuelle GPUs leider immer hinter Nvidia raus. AMD hat auf dieses Feld jahrelang in der Entwicklung leider auch kaum Wert gelegt. Aber kommen wir mal zur Auswahl. Steht hier: Ende 2021 steckten wir mitten in der Phase, als GPUs schlecht lieferbar und absolut überteuert waren und die RTX 3060 mit 12 GB RAM hat damals 650 Euro gekostet. Heute nur noch 350 Euro. Die könnte man natürlich auch nehmen, klar. Aber ich habe mit der Neuauflage dieses Videos hier bis zur Vorstellung der neuen Mittelklasse von Nvidias RTX 4000 GPUs gewartet. High-End lohnt sich eigentlich nie mit einem Blick auf Preis zu Performance. Deshalb ist sowas wie eine 4080 oder 4090 irgendwo immer rausgeschmissenes Geld. Da aber auch die Mittelklasse erst nach und nach vorgestellt wird, habe ich mich diesmal für die RTX 4070 entschieden. Warum? Naja, das habe ich ja jetzt gerade schon erklärt. So viel Neues an Features, was für uns interessant ist, gibt es jetzt im Vergleich zur RTX 3000 Serie zwar leider nicht, aber der PC soll ja möglichst zukunftstauglich sein. Die RTX 4070 bietet eine sehr ordentliche Performance-Steigerung im Vergleich zur vorherigen Generation und noch wichtiger, im Vergleich zur RTX 3070 auch 50% mehr Grafikram, nämlich auch 12 GB und das ist wichtig. Denn wenn ihr mit DaVinci Resolve zum Beispiel schneidet, braucht ihr mindestens 8 GB Videoram. Wenn ihr größere Auflösungen wie 6K oder 8K verarbeiten wollt, sind 12 oder 16 GB VRAM Pflicht. Und genau deshalb hatte ich mich vor anderthalb Jahren auch für die RTX 3060 12 GB entschieden und eben nicht für die 3070 mit 8 GB oder auch für die 3060 Ti mit 8 GB. Auch wenn diese 8 GB dann schneller gewesen wären, bringt das eben nichts, wenn die Größe nicht reicht. Und was will man da machen? Die 4070 hat 12 GB, die ebenfalls schnell sind, also ein gutes Ding. Sie kostet aber auch ca. 650 Euro. Das ist verdammt viel Geld. Aber einen Lichtblick gibt es trotzdem, denn das ist genau so viel, wie Ende 2021 eine deutlich langsamere RTX 3060 12 GB gekostet hat. Wir bekommen also heute für das gleiche Geld, naja gut, Inflation noch nicht eingerechnet, deutlich mehr Leistung. Und auch schön, die 4000er Mittelklasse-Generation verbraucht relativ wenig Strom, ist so wiederum auch leiser, weil weniger Abwärme, denn die 4070, die gibt sich mit gerade mal 200 Watt zufrieden. Das hier ist eine MSI Ventus 2X 4070. Wer aber noch ein bisschen warten kann, bekommt über den Sommer sicher noch ein paar mehr Optionen. Die RTX 4060 mit 8 GB soll wohl in den kommenden Wochen erscheinen und wäre so das Minimum von dem, was ich empfehlen würde für 4K Videoschnitt. Die RTX 4060 mit 16 GB soll aber auch schon im Juli auf den Markt kommen und wäre, wenn es sie jetzt schon gäbe, vermutlich auch meine Wahl für dieses System gewesen. Mit 165 Watt Leistungsaufnahme auch nochmal weniger laut, weil weniger Abwärme und eben weniger Stromverbrauch. Und dazu auch nochmal ein niedrigerer Preis. Aber natürlich kann man auch heute recht günstig eine RTX 3060 mit 12 GB kaufen. Vielleicht sogar gebraucht. So, und das war es auch eigentlich schon an allem dieser Komponenten, die für die Leistung des PCs verantwortlich sind. Trotzdem ist der PC aber noch nicht fertig, denn wir brauchen noch Kühlung für den Prozessor, ein Gehäuse und vor allem sehr wichtig, ein passendes Netzteil und dazu kommen wir jetzt. Das Netzteil versorgt euren PC mit Strom. Prozessor und Grafikkarte verbrauchen hier unter Last den meisten Strom. Deshalb nimmt man die maximale Verlustleistung von Prozessor und Grafikkarte, addiert beides und rechnet nochmal gut 20-25% Puffer mit dazu. Der Prozessor verbraucht laut Intel maximal 180 Watt, die Grafikkarte 200 Watt. Also sollten wir maximal 400 Watt aus der Steckdose ziehen, wenn beides unter Volllast läuft. Für ein derartiges System würde ich mindestens 550 Watt als Netzteil empfehlen. Ich greife hier zu einem 600 Watt Modell von Corsair. Bitte achtet beim Kauf auch darauf, dass das Netzteil die nötigen Anschlüsse für alles, was ihr verbaut, hat. Vor allem zweimal sogenannte 8-Pin PCI-Express-Anschlüsse müssen für die Grafikkarte vorhanden sein. Noch dazu empfehlenswert ist ein modulares Netzteil wie das hier, da sind jetzt gar keine Kabel dran. Und solche abnehmbaren Kabel, die sorgen dafür, dass man am Ende im Computer auch nur die Kabel verbaut und rumbaumeln hat, die man auch benutzt und nicht irgendwelche unnötigen. Und verdammt wichtig ist auch die Effizienz des Netzteils.
Die beschreibt nicht nur die Differenz zwischen dem, was der PC eigentlich verbraucht und dem, was er aus der Steckdose zieht, sondern eine höhere Effizienz sorgt auch dafür, dass weniger Strom in Wärme im Netzteil umgewandelt wird. Da gibt es dann so Angaben wie 80 plus Bronze, Silber oder Gold oder Platin, je nach Wertigkeit des Edelmetalls ist die Effizienz besser, also 80 plus Platinum wäre sozusagen das Beste und ich würde euch empfehlen, mindestens 80 plus Gold zu kaufen. Und der Formfaktor, also die Größe des Netzteils, spielt eine wichtige Rolle. Die richtet sich danach, was ihr für ein Gehäuse verwendet. Es gibt ATX-Netzteile und SFX-Netzteile, wie das, was ich hier verwende für das kleine Gehäuse. Als Gehäuse kommt nämlich wieder das Cooler Master NR200P zum Einsatz, was hier steht. Das hat sich bewährt, ist ziemlich günstig zu haben, nur diesmal in einer etwas spezielleren Farbe als kleiner Eyecatcher. Und was ich diesmal auch anders mache, ist die Kühlung. Beim letzten Mal haben wir einen Luftkühler verwendet, der nur ganz knapp ins Gehäuse gepasst hat. Den könnte man auch hier wieder verwenden und das empfehle ich euch eigentlich auch. Aber ich will auch mal was anderes zeigen und deshalb verbauen wir in diesem kompakten Gehäuse eine 240er All-in-One Wasserkühlung. Das ist wie gesagt wirklich nur optional. Wichtig bei der Kühlung ist vor allem, dass der Kühler, den ihr verwenden wollt, auf den Prozessorsockel passt. Der Sockel für den Prozessor nennt sich Sockel 1700, also 1700. Viele Kühler werden leider immer noch nicht mit dem passenden Montagezubehör für diesen Sockel ausgeliefert, aber viele Hersteller bieten die sehr kostengünstig an, wie Noctua beim letzten Mal oder auch hier Funtex für die Wasserkühlung. Und einige Hersteller schicken euch das Montagekit für den Sockel 1700 sogar kostenlos zu. Und das war es dann auch schon an Komponenten für den PC. Insgesamt sprechen wir dann über Kosten von ca. 1800 Euro für dieses System. Das ist eine Menge Holz. Ungefähr so viel, wie das System vor anderthalb Jahren auch gekostet hat, aber eben viel schneller und meiner Meinung nach auch sehr zukunftssicher und ein PC, mit dem ihr für locker 3-4 Jahre Ruhe habt. Es gibt auch ein paar Einspar- oder Upgrade-Potenziale und auf das Einsparpotenzial gehe ich jetzt nochmal genauer ein. Also erstmal muss man natürlich keinen PC in einem Mini-ITX-Gehäuse in diesem kleinen Formfaktor bauen. Ich mache das nur, weil mir das viel besser gefällt als klassische große Computer-Cases. Aber wenn ihr Geld sparen wollt, wird zumeist das Mainboard schon günstiger sein, wenn ihr normales, sogenanntes Full-Size-ATX-Mainboard wählt. Wenn man an diesem Mainboard dann noch nicht jeden Schnickschnack wie 2,5 Gigabit Netzwerk oder Wi-Fi 6E braucht, spart man auch nochmal ordentlich. Da sind nochmal locker 50 Euro weniger drin. Noch dazu gibt es auch beim Prozessor Einsparpotenzial. Vorhin habe ich euch noch davon abgeraten, weil die Prozessoren unterhalb des 13600K auf der alten Architektur basieren. Dazu gehört auch der 13500. Aber im Vergleich zur 12. Generation bietet der mehr Prozessorkerne als ein 12600K und dazu einen deutlich niedrigeren Stromverbrauch. Mit nur 250 Euro bekommt man hier ein verdammt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und auch der RAM ist so ein Thema, wo man sparen kann. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass DDR5 mittlerweile ganz ordentliche Preise hat, aber das heißt nicht, dass DDR4 nicht nach wie vor deutlich günstiger und nicht mehr empfehlenswert ist. Absolut nicht. Die Preise von DDR4-Speicher sind momentan so im Keller, dass man für 64 GB DDR4 fast weniger bezahlt als für 32 GB schnellen DDR5. Wenn man sich aber für 32 GB flotten DDR4 entscheidet und ein passendes Board, dann zahlt man dafür nur so um die 80 Euro. Und das größte Sparpotenzial bietet aber die Grafikkarte, weil die neuere 4000 Grafikkartengeneration eben doch schon sehr kostspielig ist. Eine RTX 3060 12 GB ist ja nicht schlechter als vor anderthalb Jahren, eben nur viel günstiger. 300 Euro günstiger, das ist eine Menge, für nur noch 350 Euro neu zu haben oder man kauft sie halt gebraucht. Mit diesen Einsparungen kommt man dann am Ende auf Systemkosten von ca. 1200 Euro, was für die Leistung schon echt ordentlich in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Aber mehr geht natürlich auch. Mit High-End-CPUs und GPUs und passenden Komponenten kann man hier auch locker über 3000 Euro bezahlen. Das schlägt sich aber nicht direkt in der Performance nieder. Und dafür bauen wir ja eben auch keinen Sinn-PC. Denn High-End-Zeug hat eigentlich nie, auch nur ansatzweise, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich packe euch natürlich so viel wie möglich Links zu den Konfigurationen und den Komponenten da unten in die Videobeschreibung. Das wird aber sicher etwas unübersichtlich. Und deshalb habe ich euch eine Excel-Tabelle mit meinen Konfigurationsempfehlungen, Produktbezeichnungen und Links dazu gebastelt, wo ihr quasi eine Übersicht über die Komponenten der jeweiligen Systeme bekommt.
Und das war es soweit erstmal für Teil 1 dieses Videos. Und im nächsten Schritt machen wir uns dann daran, den PC Schritt für Schritt selbst zusammenzubauen. Und ich erkläre euch dabei natürlich, auf was zu achten ist. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst ein Like unter dem Video, abonniert gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, und drückt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Und wenn der zweite Teil schon draußen ist, dann verlinke ich den euch hier irgendwo. Und darunter gibt es noch ein anderes Video, was ihr euch gerne im Anschluss anschauen könnt. Denn das war's für heute erstmal bei der Vision und ich sag dann mal, ciao, bis zum nächsten Mal.